Deswegen freue ich mich nun, euch kundtun zu können, wann denn vermutlich die nächsten biblischen Festtage sind. Die Sichtung für den sechsten biblischen Monat einen direkten Einfluss darauf hat, welche Tage für den siebten biblischen Monat in Frage kommen. Die wahrscheinlichste Möglichkeit für die nächste Sichtung ist am 8. September bei Sonnenuntergang. Es wäre alternativ noch möglich, falls an diesem Tag hier in diesem Land oder in Europa zu gar keiner Sichtung kommen sollte, dann am 9. September gemäß der 30-Tage-Regelung spätestens an diesem Termin der nächste Monat beginnt. Folgende Tage sollten bei der Betrachtung der Herbstfesttage beachtet werden. Sollte es am 8. September zu einer Sichtung kommen, wird das Posaunenfest vermutlich, also ganz sicher, vom 8. September ab Sonnenuntergang bis zum 9. September Sonnenuntergang sein. Der Versöhnungstag fällt dann auf den 17. September Sonnenuntergang bis zum 18. September Sonnenuntergang. Der erste Tag des Laubhüttenfestes würde dann auf den 22. September ab Sonnenuntergang fallen und würde dauern bis zum 23. September Sonnenuntergang. Der achte Tag des Laubhüttenfestes würde dann auf den 29. September bis zum 30. September dauern, jeweils bis Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Sollte es am 8.9. zu keiner Sichtung kommen, gelten folgende Termine: Das Posaunenfest vom 9. September Sonnenuntergang bis zum 10. September Sonnenuntergang. Der Versöhnungstag vom 18. September Sonnenuntergang bis zum 19. September Sonnenuntergang. Der erste Tag des Laubhüttenfestes vom 23. September Sonnenuntergang bis zum 24. September Sonnenuntergang. Der achte Tag des Laubhüttenfestes vom 30. September Sonnenuntergang bis zum 1. Oktober Sonnenuntergang. Ich hoffe, das hilft etwas für die Planung des Urlaubs oder der Versammlung. Ich wünsche euch bis dahin alle eine sehr schöne Zeit. Bleibt motiviert und Chesed Ha'adon Yeshua Emachem. Shalom.